Mein Name ist Peter Androsch, ich bin Komponist aus Oberösterreich. Mich ist er nur deswegen interessant, weil ich daraus was schöpfen kann, eine Antwort suchen kann. Er selbst ist vielleicht bei mir gar nicht so interessant, sondern als Anregung für was Neues. Und was ich also so faszinierend finde, dass die Entwicklung von Anton Bruckner parallel mit der Entwicklung des Films. Er hat Methoden in die Musik gebracht, die es vorher nicht gegeben hat. Schnitt. Die zweite Sache ist die berühmte Generalpause. Also wo gibt es sowas, dass auf einmal mitten im Stück eine riesige Pause ist? Dann die Überblendung. Und das, wofür er am meisten kritisiert wurde, die Wiederholung. Die Wiederholung war vorher für das gebildete Publikum fast sowas wie ein Zeichen von Blödheit. Also man hat eh schon was gehört, warum mache ich dasselbe nur einmal? Ist heute natürlich eines der wichtigsten Mittel in der Musik. Und alle diese vier Dinge sind sehr nahe am Film, am filmischen Denken. Der Bruckner reiht Zustände aneinander. Das kommt natürlich vom Orgelspüren. Weil er erzeugt Klänge, dann wenn er was Neues einführen will, muss er mal sehr lange warten, bis der ganze Nachhall in den Riesenkirchen weg ist. Erklärt wieder die Generalpause. Und dann kann er es anfangen. Das heißt, er hat ein völlig anderes Denkmodell im Kopf und das macht ihn natürlich schon ein bisschen zum Revolutionär. Er war natürlich einer der intellektuellsten Personen, die es damals in der K&K-Monarchie gegeben hat, auch wenn er oft anders dargestellt wird. Naja, wir wissen ja, dass der Anton Bruckner aufgefallen ist. Also er hat viel zu großes Gewand getragen und er hat eigentlich im Gegensatz zu den mächtigen Männern seiner Zeit keinen Bart getragen. War völlig unüblich und das stützt schon die These, dass er eigentlich ein Punk war. Er wollte die Distanz zum System sozusagen durch sein Äußeres darstellen. Dass Bruckner Musik wiederkommt oder dass man glaubt, dass Bruckner Zitate erkennbar sind in Unterhaltungsmusik oder sonst irgendwo, ist glaube ich mehr Zufall. Bei der meisten Filmmusik denkt man, das haben wir eh schon gehört. Nicht? Also das ist immer ein ewiges Abschreiben und das so ist halt einmal Kultur und Musik, ist immer kopieren, weiterentwickeln. Allein der Akt des Abschreibens ist eine Form des Einverleibens, wie es besser keine gibt. Das muss man machen und darum taucht halt manches immer wieder auf. Nicht? Bruckners Position in der Gesellschaft damals ist ja nicht vergleichbar mit der Position eines Komponisten heute, sondern er hatte ein viel größeres gesellschaftliches Wirkungsfeld. Das gesellschaftliche Leben hat sich im Theater, in der Politik, im Wirtshaus, im Tanzsaal vielleicht nur und im Konzerthaus abgespielt. Das heißt, diese Prominenz, die der Bruckner gehabt hat, ist heute vielleicht vergleichbar mit den Leuten, die Netflix-Serien machen. Es ist nicht inhaltlich, aber jetzt von der gesellschaftlichen Funktion, die Komponisten damals haben eine viel umfassendere gesellschaftliche Rolle gespielt, als das heute der Fall ist. Und immer wenn wir jetzt auf Bruckner schauen, müssen wir uns das bewusst machen. Also ich glaube, dass in Bruckner diese Gemengelage Kirche, Glaube, eingeschrieben ist. Er war ja ein ganz großer Organist und hat natürlich das größte Instrument, das damals zur Verfügung stand, nur über die Kirche bekommen. Mehr sich aufplustern als mit der Orgel ist nicht gegangen. Den Toni, den wir kennen, den gäbe es halt ohne Religion und Kirche nicht. Das ist ein ganz komplexer Zusammenhang, aber der Bruckner ist natürlich auch jemand, der nicht vom Himmel gefallen ist, sondern geprägt ist von den Zeitumständen. Was vielleicht noch interessant ist, dass er als katholischer Komponist am unkatholischsten komponiert hat. Ja, ich glaube, dass der Anton Bruckner in seiner gesellschaftlichen Position heute so ist wie viele andere Künstler. Hin und her gerissen zwischen dieser Sehnsucht, gesellschaftliche Anerkennung zu ernten und zwischen dieser Ablehnung der bestehenden Verhältnisse. Bruckner kommt zu einer Zeit nach Linz, als die Gegenreformation überwunden wurde. Wenn wir uns anschauen, dass im 17. Jahrhundert Gegenreformation war, die also mit einem Massaker nach dem anderen an der protestantischen Bevölkerung verbunden war, dann sehen wir, dass 200 Jahre kein einziger oberösterreichischer Name in der Kulturgeschichte auftaucht. Und 1848, bürgerliche Revolution. Es war schon also Aufbruchszeit und in Linz hat es erst einmal die Möglichkeit gehabt, in einen intellektuellen Kreis zu kommen. Und das hat ihm sicherlich also diesen Schub gegeben, auch zu versuchen, über Linz hinauszuwirken. Wir müssen, wenn wir zu dem Thema Anton Bruckner und die Frauen kommen, immer uns vor Augen halten, dass einer Frau einen Brief zu schreiben, wenn man sich annähern wollte, zu der Zeit was ganz Normales. Als irgendwie eine Besonderheit von Bruckner, den ist ein bisschen weit hergeholt, also
alle Männer, die eine Frau gesucht haben, haben Briefe geschrieben. Dass er halt in dieser Suche botschert war und niemand gefunden hat, wird wahrscheinlich zu der Zeit auch nicht so etwas ganz Besonderes gewesen sein. Ich wollte sagen, ich bin mir sicher, dass er gerne eine Frau gehabt hat. Bin ich mir doch nicht so sicher. Vielleicht hat er es absichtlich so angelegt, dass er bei seiner Musik bleiben kann. Weiß man es? Also wenn er die Möglichkeit hätte, Anton Bruckner 3 Fragen zu stellen, wäre mal die erste die Frage nach dem, wie er improvisiert hat. Die zweite Frage ist, wie sehr ihn das getroffen hat, dass 6 seiner Geschwister kurz nach der Geburt oder während der Geburt gestorben sind. Das sind also einschneidende Erlebnisse. Selbst damals, für damalige Verhältnisse, war das sehr viel. Und die letzte Frage wäre, wie war das wirklich in Nancy, wie er gezwungen wurde, in die Notre Dame nach Paris zu fahren und dort wieder ein Konzert zu spielen und von den größten Komponisten seiner Zeit gefeiert wurde.